Auf die Tagesordnungspunkte 7a und 7b. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Ausweitung der Minijobs konterkariert Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Sitzplatzwechsel doch möglichst zügig vorzunehmen. Das gilt auch für die Fraktionen von FDP und Bündnis 90 Die Grünen. So, ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner das Wort Herrn Bundesminister Hubertus Heil für die Bundesregierung. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Am kommenden Sonntag ist der Tag der Arbeit, der 1. Mai. Ein Feiertag mit wirklich stolzer Tradition. Ein Tag, auf den ich mich als Arbeitsminister freue, aber auch ganz persönlich. Ein Tag mit großer Tradition, aber es geht eben auch um hochaktuelle Themen. Sonntag werden viele Millionen Menschen auf der Welt auf die Straße gehen für Werte wie Frieden, für Freiheit, für soziale Gerechtigkeit und für Solidarität. Am 1. Mai geht es natürlich aber auch immer wieder um den Wert und die Würde der Arbeit. Es geht darum, meine Damen und Herren, dass Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das bekommen, was ihnen zusteht, anständige Arbeitsbedingungen und eben auch faire Löhne, und dazu gehört auch die Erhöhung des Mindestlohns. Applaus. Präsident, meine Damen und Herren, wir sind heute hier, um eine Zusage einzulösen, ein Versprechen. Mehr Respekt, auch dafür ist diese Bundesregierung angetreten. Mehr Respekt für diejenigen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass der Laden läuft, die Großes leisten und das oftmals für kleines Geld. Die Rede ist ganz konkret von Verkäuferinnen, die in einer Bäckerei arbeiten, von denjenigen, die als Helferinnen und Helfer in der Landwirtschaft tätig sind oder auch von Friseuren. Und meine Damen und Herren, es sind gerade diese Menschen mit kleineren und normalen Einkommen, die sich schon während der Pandemie in den letzten zwei Jahren große Sorgen gemacht haben und jetzt besonders beunruhigt sind angesichts von steigenden Preisen. Die Bundesregierung hat deswegen dafür gesorgt, dass besonders diese Menschen in der jetzigen Krise entlastet werden. Deswegen haben wir Entlastungspakete auf den Weg gebracht, um Härten abzufedern. Wir entlasten damit zum Beispiel eine Familie mit normalem Einkommen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit zwei Kindern, beide Eltern berufstätig, um mehr als 950 Euro in diesem Jahr. Hinzu kommen individuelle Entlastungen, etwa beim Strom, bei Kraftstoffen, beim Nahverkehr. Das, meine Damen und Herren, ist Politik für soziale Stabilität in unserem Land. Denn es kann nicht sein, dass gerade die Menschen mit kleinen Einkommen die größten Lasten tragen. Sie haben und sie brauchen Solidarität. Präsident, meine Damen und Herren, mehr Respekt bedeutet auch, dass wir gerade jetzt den Gesetzentwurf zur Erhöhung des Mindestlohns auf den Weg bringen. Die Evaluation, also die Untersuchung des bestehenden Mindestlohns aus dem Jahre 2020, hat uns zwei klare Botschaften auf den Weg gegeben. Erstens, die Einführung des Mindestlohns ist ein Erfolgsmodell. Es hat sozialversicherungspflichtige Arbeit gesichert und höhere Löhne für rund 4 Millionen Menschen geschaffen. Ich kann mich übrigens an die ideologischen Debatten aus der damaligen Zeit um die Einführung des Mindestlohns noch sehr lebhaft erinnern. Damals waren manche auf dem Plan, die den Untergang der sozialen Marktwirtschaft an die Wand gemalt haben. Interessanterweise sind das auch diejenigen, die sich jetzt wieder zu Wort melden. Insofern sollten sie ihre eigenen Worte erinnern. Die Wahrheit ist, das Gegenteil ist richtig. Die Einführung des Mindestlohns war und ist ein sozialpolitischer Meilenstein. Und ich will mich auch heute noch dafür bedanken, dass meine Amtsvorgängerin Andrea Nahles das damals durchgesetzt hat. Denn unser Ziel muss es doch in einer sozialen Marktwirtschaft sein, dass die, die Vollzeit arbeiten, auch davon leben können. Und die zweite Botschaft dieser Evaluation aus dem Jahre 2020 war, wir müssen dafür sorgen, dass sich der Mindestlohn angemessen weiterentwickelt. Das ist sozialpolitisch geboten.
Es ist sozialstaatlich geboten, auch angesichts, wie gesagt, der aktuellen Preisentwicklung, damit Millionen von Menschen den Anschluss an die arbeitende Mitte in diesem Land nicht verlieren. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es deshalb wichtig, dass die Erhöhung des Mindestlohns jetzt kommt und auch schnell kommt. Zugleich allerdings fordern Arbeitgeber und ihre Verbände, dass es einen hinreichenden Vorlauf dafür gibt. Ich und die Bundesregierung sind überzeugt, dass mit dem Inkrafttreten zum 1. Oktober 2022 hier ein fairer und auch schonender Interessenausgleich gelungen ist. Denn klar ist, dass die Weiterentwicklung des Mindestlohns als Instrument des Sozialstaates eine Aufgabe des Gesetzgebers ist. Gleichzeitig will ich betonen, dass das bewährte System der sozialpartnerschaftlich verhandelten Mindestlöhne damit nicht grundsätzlich infrage gestellt wird. Wir wollen es nur insofern anpassen, wo das erforderlich ist, um für angemessenen Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sorgen. Klar ist auch, dass die Mindestlohnkommission in Zukunft weitere Anpassungen übernehmen wird. Und das heißt, dass damit auch die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner eingebunden sind. Und natürlich, meine Damen und Herren, ist der Mindestlohn auch nach dieser Erhöhung immer nur eine absolute Lohnuntergrenze. Die ist notwendig. Und 12 Euro, das ist ungefähr 60% des mittleren Einkommens in Deutschland, ist eine vernünftige Lohnuntergrenze. Aber ich sage auch, uns als Bundesregierung reicht das nicht aus. Wir wollen wieder mehr Tarifbindung in Deutschland, und dafür werden wir auch Anreize setzen. Deshalb bin ich froh, dass wir im Koalitionsvertrag verankert und vereinbart haben, dass beispielsweise öffentliche Aufträge des Bundes zukünftig nur an die Unternehmen gehen sollen, die nach Tarif bezahlen, meine Damen und Herren. Das ist ein konkreter Anreiz für mehr Tarifbindung. Mit diesem Gesetzentwurf sorgen wir dafür, dass der Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 also auf 12 Euro steigt. Wer Vollzeit dann zum Mindestlohn arbeitet, verdient bisher brutto rund 1.700 Euro, dann rund 2.100 Euro. Und ich will noch mal sagen, wer davon vor allen Dingen profitiert. Millionen von Menschen, vor allen Dingen Frauen, die am Arbeitsmarkt arbeiten, die den Laden am Laufen halten, und auch sehr viele Beschäftigte in Ostdeutschland. Das ist eine Lohnerhöhung von rund 22%. Das haben wir versprochen, und wir machen das, meine Damen und Herren. Und ich sage das gerade in diesen Zeiten. Wir haben am heutigen Vormittag zu Recht über Frieden und über äußere Sicherheit gesprochen. Aber das ist kein Gegensatz zu sozialer Stabilität im Inneren. Im Gegenteil, meine Damen und Herren. Äußere Sicherheit und innerer sozialer Frieden sind zwei Seiten einer Medaille. Deshalb geht es nicht um Krisenmanagement oder sozialen Fortschritt. Wir müssen beides schaffen in Deutschland. Unser Sozialstaat, meine Damen und Herren, und auch unsere soziale Marktwirtschaft sind stark. Der Sozialstaat sorgt für verlässlichen Schutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerade auch in Zeiten der Krise. Und unser Ziel, und dafür leistet die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro einen wichtigen Beitrag, ist und bleibt ein starkes und ein faires Deutschland. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Heil. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Strache, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unter Führung der Union in der Kanzlerschaft von Angela Merkel haben wir den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland zum 1. Januar 2015 eingeführt. Wir haben dies in diesem Bewusstsein getan, dass gute Arbeit in Deutschland auch fair entlohnt werden muss. Dort, wo der tarifvertragliche Schutz nicht oder nicht hinreichend ausgebildet ist, braucht es eine angemessene Lohnuntergrenze, um zu verhindern, dass der Wettbewerb zwischen Unternehmen auf den Rücken von Beschäftigten ausgetragen wird. Und wir wollen auch damit dafür sorgen, dass man von dem Lohn auch tatsächlich leben kann. Der Mindestlohn hat sich bewährt. Durch die Beschlüsse der Mindestlohnkommission liegt die Höhe des Mindestlohns aktuell bei 9,82 Euro. Sie steigt zum 1. Juli dieses Jahres noch mal weiter an auf 10,45 Euro. Und nun soll der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden.
Dies erfolgt jetzt nicht auf der Grundlage der Beschlüsse der Mindestlohnkommission, sondern durch eine politische Setzung des Gesetzgebers. Und ich will an dieser Stelle hier ganz klar sagen, ein Mindestlohn von 12 Euro ist angemessen und ist richtig. 12 Euro sind eine wichtige Unterstützung von Menschen mit geringen Einkommen. 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren davon. Der Minister hat darauf hingewiesen, es sind überwiegend Frauen. Und sie sind es ja, die infolge von Mehrfachbelastungen, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, häufiger im Niedriglohnbereich beschäftigt sind und deshalb auch niedrige Renten haben. Und zugleich bleibt aber auch der Hinweis richtig, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft wie der unsrigen keine politische Lohnfindung wollen. Das lehnen wir ab. Ein Überbietungswettbewerb in der Höhe von Löhnen, meistens vorgetragen, ja dann zu Wahlkampfzeiten, ist brandgefährlich. Ein solcher Wettbewerb schwächt die Sozialpartnerschaft. Wir brauchen jedoch starke Arbeitgeber, starke Gewerkschaften, und wir dürfen sie nicht beschädigen. Und letztendlich würde ein solcher Überbietungswettbewerb, wenn er auf Dauer ausgetragen würde, zu Lasten der Schwächsten am Arbeitsmarkt gehen. Denn sie sind es, die letztendlich durch neue Eintrittsbarrieren in den Arbeitsmarkt gehindert werden. Wir brauchen jedoch nicht neue Hürden, sondern weniger. Und wir wollen auch, dass der erhöhte Mindestlohn von 12 Euro tatsächlich bei den Menschen ankommt, und zwar dauerhaft. Eine vollzeitbeschäftigte Arbeitskraft mit 40 Stunden beispielsweise, für sie bedeutet die Erhöhung ein Einkommensplus von brutto 270 Euro. Er verdient rund 15% mehr gegenüber einer Mindestlohnhöhe von 10,45 Euro. Er muss aber 48% mehr Steuern zahlen. Im Verhältnis also muss er mehr Steuern zahlen als vorher, und Ursache dafür ist die Gestaltung des Steuertarifs. Wir nennen das auch kalte Progression. Und die kalte Progression ist es, die wir verhindern müssen in diesem Bereich, damit diese Erhöhung des Mindestlohns tatsächlich auch bei den Menschen ankommt von 12 Euro. Die kalten, klammen Hände des Bundesfinanzministers dürfen nicht tief in die Taschen der Geringverdiener sich hineingraben. Und hier ist die Bundesregierung gefordert, tatsächlich aktiv zu werden, den Effekt der kalten Progression auch abzuschaffen. Und das bleiben Sie tatsächlich schuldig. Wir brauchen mehr Netto vom Brutto, und hier liefert die Bundesregierung an dieser Stelle nicht. Und das ist etwas, was wir bemängeln und auch klar machen. Und ein zweiter Effekt, der hinzukommt, der ist der steigenden Sozialbeiträge. Die Entwicklung der Abgabenlast kennt absehbar bei dieser Koalition nur eine Entwicklung, und zwar die nach oben. Bei der Krankenversicherung, es fehlen rund 17 Milliarden Euro für 2023, bei der Pflegeversicherung auch da ein Defizit, bei der Rente und bei der Arbeitslosenversicherung sind ja bereits Erhöhungen entsprechend angekündigt. Es droht in diesem auf der ganzen Breite ein Beitragssatz-Tsunami. Und auch hier ist die Bundesregierung gefordert, die Sozialbeiträge stabil zu halten. Denn sie sind es letztendlich, die bis in besonderem Maße Geringverdiener belasten. Wir haben dies gemacht als Union mit unserer Sozialgarantie von 40%. Diese Koalition bleibt diesen Ansatz schuldig. Und ein dritter Effekt kommt hinzu. Das ist der massive Kaufkraftverlust, den wir derzeit erfahren, von 7% in diesem Monat. Das merken wir bei den Grundnahrungsmitteln, bei den Spritpreisen, bei den Heizkosten. Auch das belastet natürlich Bezieherinnen und Bezieher, gerade von geringen Einkommen, in massiver Art und Weise. Und auch da muss diese Koalition mehr tun, als sie es tatsächlich macht. Und auch hier ist wieder der Ansatz der Steuer. Hier können Sie zeigen, dass Sie tatsächlich dafür Sorge tragen, dass die Erhöhung auf 12 Euro Mindestlohn tatsächlich auch bei den Menschen ankommt. Und die Mindestlohnerhöhung, davon sollen ja auch diejenigen profitieren, die in einem Minijob beschäftigt sind. Das ist richtig, dass dies getan wird.
Nötig ist es auch und richtig, dass dies dynamisiert wird. Und Sie gehen auch eine Teilzeitfalle an, nämlich den Übergang zwischen Minijob und Midijob. Aber das, was Sie tun, ist nicht die Lösung. Auch da müssen Sie an das Steuerrecht heran, um die Teilzeitfalle tatsächlich wirksam zu beseitigen. Es bleibt viel zu tun für diese Koalition, um es richtig zu machen. Vielen Dank, Herr Kollege Dracke. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Frank Psirske, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, Abgeordnete, erinnern wir uns. Bevor 2015 eine gesetzliche Lohnuntergrenze eingezogen wurde, befanden sich die Löhne in vielen Bereichen auf einer Rutschbahn nach unten, begünstigt durch eine sinkende Tarifbindung. Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung und das Ausscheren vieler Unternehmen aus Tarifverträgen führten dazu, dass immer mehr Menschen, statt von Tarifverträgen geschützt zu sein, sich konfrontiert sahen mit der Rückkehr von Unsicherheit. Damit, das eigene Leben im Zeichen prekärer Arbeitsverhältnisse nicht mehr wirklich planen zu können, damit von Armut bedroht zu sein, obwohl sie arbeiteten. Arbeitende Armut eben. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns war ein wichtiger Schritt, dem entgegenzutreten. Es war eine Reaktion auf die anhaltend rückläufige Tarifbindung und entsprach dem Willen der großen Mehrheit der Menschen in unserem Land, die nämlich nicht in einer Gesellschaft leben wollen, in der Arbeit arm macht und entwürdigt. Mit dem Mindestlohn ist klargestellt worden, dass es rote Linien gibt, die zu überschreiten politisch nicht zugelassen werden sollen. Genauso wie es seinerzeit ein US-Präsident, Franklin Delano Roosevelt, auf den Punkt gebracht hat, als er bei Einführung des nationalen gesetzlichen Mindestlohns sagte, Zitat, Unternehmen, die ihren Beschäftigten weniger als einen zum Leben ausreichenden Lohn zahlen, sollen in diesem Land kein Recht mehr haben, weiter ihre Geschäfte zu betreiben. Zitat Ende. Wenn wir nun heute, 7 Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland, schauen, wo wir stehen, so müssen wir feststellen, Deutschland befindet sich im langfristigen EU-Vergleich weit abgeschlagen auf einem der letzten Plätze. Der Mindestlohn ist seit seiner Einführung nur um 15,5% gestiegen. Da bleibt nach Abzug der Inflation nur eine reale Steigerung von weniger als 1% pro Jahr. Dem wollen wir nicht länger zuschauen. Mit der Anhebung auf 12 Euro bringen wir den deutschen Mindestlohn in die Nähe des auch von der EU-Kommission für notwendig gehaltenen Richtwerts von 60% des Medianlohns jenseits der Armutsgefährdung und verbessern so die Entlohnung von rund 6 Millionen Menschen in unserem Land. Das hilft vielen, gerade jetzt angesichts steigender Preise, die die Menschen mit niedrigen Einkommen ja besonders hart treffen. Von der Anhebung profitieren insbesondere Menschen in den neuen Bundesländern und vor allem auch Frauen. Haben die doch ein doppelt so hohes Risiko wie Männer, zu Löhnen unterhalb von 12 Euro zu arbeiten. Es ist nun durchaus bemerkenswert, wie darauf jetzt reagiert wird. Dieselben Arbeitgeberverbandsfunktionäre, die sich öffentlich wie in der Mindestlohnkommission stets gegen deutliche Anhebungen des Mindestlohns gesträubt haben, erklären nun, das Problem sei ja gar nicht die Höhe von 12 Euro. Die sei durchaus vertretbar. Das Problem sei, dass der Schritt politisch beschlossen werden soll. Das sind dieselben Leute, die seit vielen Jahren die Augen davor verschließen, dass die Tarifbindung kontinuierlich sinkt, von rund 85% Anfang der 90er Jahre auf knapp 50% heute. Das sind dieselben Leute, die UT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden kultivieren und bestens damit klarkommen, dass Tarifunterbietung zum Zwecke zusätzlicher Profite und höherer Dividenden längst auch in der Belletage deutscher Unternehmen angekommen ist, wie zum Beispiel in der hochprofitablen Wohnungswirtschaft. Zur weiteren Deregulierung braucht man bei einer solchen Ausgangslage keine neuen Gesetze mehr. Staatliches Nichtstun reicht vollkommen aus. Dann könnte sich die Tarifautonomie in Teilen der Wirtschaft von selbst erledigen, wenn nicht gegengesteuert wird. Dazu aber gegenzusteuern, sind wir fest entschlossen. Ein höherer Mindestlohn ist notwendig, reicht aber nicht aus.
Denn das wirkungsvollste Instrument, um die Ungleichheit der Markteinkommen zu verringern, das ist und bleibt eine höhere und eine hohe Tarifbindung. Dazu werden wir ein Bundestariftreuegesetz erlassen und die kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen im Unternehmenverbund festschreiben und werden weitere Schritte prüfen. Denn ohne die Stärkung des Tarifsystems, ohne die Festigung der Bindungskraft von Tarifverträgen, wird sich die Ungleichheit in der Einkommensverteilung weiter verfestigen oder sogar noch erhöhen. Ist es nun mit Risiken verbunden, den Mindestlohn in einem Schritt auf 12 Euro anzuheben? Schritte wie dieser haben nirgendwo zu relevanten negativen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt geführt. In Großbritannien zum Beispiel ist der Mindestlohn bereits auf 60% angehoben des Medians und soll bis 2024 weiter auf 66% erhöht werden. Die Anhebung auf 12 Euro ist deshalb auch ein Signal in Richtung Mindestlohnkommission, den Mindestlohn mutig weiterzuentwickeln, dafür zu sorgen, dass er nicht wieder unter 60% des Medians fällt, dafür zu sorgen, dass der Mindestlohn für eine auskömmliche Rente reicht. Da sind wir nicht, auch nicht mit 12 Euro, aber da sollten wir hin. Dass dies erreicht wird, dass es gelingt, die Tarifbindung wieder zu erhöhen, das ist zentral, um faire Entlohnungsbedingungen für alle Menschen in unserem Land zu ermöglichen, in einer sozialökologischen Marktwirtschaft, in der Arbeit nicht arm macht und nicht entwürdigt. Vielen Dank, Herr Kollege Zirske. Nächster Redner ist der Abgeordnete Jürgen Buhl, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist die erste Aufgabe und Pflicht der Opposition, wenn nötig, Wasser in den Wein zu gießen und die Wahrheit auszusprechen. Der vorliegende Entwurf des Mindestlohnerhöhungsgesetzes ist zuvorderst ein Wahlgeschenk, ein Wahlversprechen, das aber in einer gänzlich anderen Zeit abgegeben wurde. Heute leben wir seit der Wiedervereinigung in der höchsten Inflationsrate von bald 10%. Diese Inflation raubt Normalverdienern und Rentnern im Land die mühsam erarbeitete Existenzgrundlage. Warum handeln wir am Mindestlohngesetz vorbei? Warum tagt trotz grassierender Inflation die Mindestlohnkommission nicht? Im Juni 2020 war die letzte Tagung. Seit dieser Zeit wird die Teuerung konsequent ignoriert. Meine Damen und Herren, der bisher stärkste Mindestlohnanstieg um satte 22% wird in Zeiten rasant kletternder Inflation alsbald von der Teuerung aufgefressen. Zwar ist die Betrachtung der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 Euro pro Arbeitsstunde grundsätzlich zu begrüßen, doch wir wissen seit einer Anfrage der nunmehr zerfallenen Linksfraktion aus dem Jahr 2018, dass rein rechnerisch ein Mindestlohn von 12,63 Euro nötig ist, um eine Altersrente oberhalb der Grundsicherung zu gewährleisten. Demnach garantiert die in Rede stehende Mindestlohnerhöhung nicht einmal einen Schutz vor Altersarmut, was scharf zu kritisieren ist. Somit fällt das Wahlgeschenk für rund 6 Millionen Beschäftigte dann doch nicht so generös aus, wie uns die Ampelkoalitionäre und die Parteizentralen weismachen wollen. Und eigentlich schlimmer, meine Damen und Herren, wie das DIW zutreffend feststellt, die von Armut betroffenen Haushalte sind nicht die, die vom Mindestlohn profitieren. Dies, weil der Effekt des Mindestlohnes als Instrument zur Bekämpfung von Familienarmut sehr begrenzt ist. Die gegenwärtige Inflation trifft die Armen ungleich härter als die reichen Bevölkerungsgruppen. So weiß Armutsforscher Professor Butterwege, ich zitiere, wer mehr als 5.000 Euro im Netto im Monat verdient, den bringt es nicht um, wenn seine Lebenshaltungskosten 4,8% steigen. Ein Paketbote in München mit 1.300 Euro Netto
machten die um 4,8% höheren Preise aber noch ärmer. Das war zum Zeitpunkt 4,8%. Zur Erinnerung, wir stehen jetzt bei 7,3% Inflation. Empirische Analysen des DIW zeigen, dass der Anstieg des Mindestlohnes für viele Beschäftigte, vor allen Dingen in Minijobs oder in Teilzeit, mit einem Rückgang der Arbeitsstunden einhergeht. Daher übersetzt sich das Wachstum des Stundenlohnes nicht unmittelbar in ein Wachstum des Monatseinkommens. Und alle Sozialpolitiker dieses Hauses wissen das. Kurzum, die bloße Erhöhung des Mindestlohnes löst nicht die Probleme des deutschen Arbeitnehmers. Diese Probleme liegen tiefer und sind grundsätzlicher Natur. Der gesetzliche Mindestlohn ist doch nur Ausdruck der Krise des Sozialstaates sowie eines völlig maroden Lohngefüges. Dass wir heute mit den Mindestlöhnen Systemkosmetik betreiben, hat eigentlich seine Ursache in den unsäglichen Lohnzurückhaltungen der letzten Jahre. Unsere unsozialen Sozialdemokraten unter dem nunmehr nicht geliebten Kanzler Schröder und die abgehobenen Grünen, den Gestaltern von Hartz IV, denen haben wir dieses Elend zu verdanken. Die politisch gewollte Lohnzurückhaltung, also das Nichtausschöpfen des Verteilungsspielraums aus Produktivitätszuwächsen, kostete nicht nur Lohn, sondern auch Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Das sind verschenkte Wachstums- und Wohlstandschancen in Deutschland. Dann braucht man nämlich einen Mindestlohn, wenn man solche Chancen verschenkt. Die auf das Konto von Rot-Grün gehende brutale Deregulierung des Arbeitsmarktes unter Hartz IV führte, wie wir heute wissen, zu einem dramatischen Anstieg von prekären Beschäftigungsverhältnissen und Leiharbeit, meistens zu Hungerlöhnen, zu einer massiven Ausweitung von Teilzeit- bzw. befristeten Jobs. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Alle Maßnahmen zur Lohnerhöhung werden durch die neuerliche Ausweitung atypischer Arbeitsverhältnisse konterkariert. Das ist genau der Punkt, wo wir als AfD ansetzen wollen. Der AfD als soziale Volkspartei. Lachen Sie weiter. Ihre Wähler da oben, das hatte ich hier in der letzten Legislatur erklärt, die schauen alle zu. Wir wollen auch was tun für die Arbeitnehmer. Lachen Sie weiter. Das ist genau der Punkt, wo wir als AfD ansetzen. Als soziale Volkspartei, die sich um die Belange der Arbeitnehmer und der Steuerzahler kümmert. Drei Dinge sind für uns unverhandelbar. Erstens, man muss von seiner Arbeit leben können. Zweitens, man muss von seiner Arbeit eine Familie gründen können. Und drittens, diese Familie auch ernähren können. Ziel der AfD ist es, mit einer soliden Wirtschafts- und Sozialpolitik Mindestlöhne endlich überflüssig werden zu lassen. Wir brauchen den Wohlstandslohn zum Wohle der Arbeitnehmer und der Familien. Unter diesen Aspekten stimmen wir der Überweisung in den Ausschuss zu. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Pohl. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kober, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 9 Jahren Stillstand, nach 9 Jahren quasi Zementdeckel auf der Minijobgrenze wird nun endlich einmal die Minijobgrenze erhöht. Und das ist eine gute Nachricht für 6,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die in einem Minijob arbeiten. Und zum ersten Mal wieder seit 23 Jahren wird die Minijobgrenze dynamisiert. Seit 1999 war sie starr festgeschrieben, wurde das letzte Mal auf 450 Euro bei der Regierungsbeteiligung der FDP 2013 erhöht. Und damit hören wir jetzt auf. Wir werden sie wieder dynamisieren. Und das wird dazu führen, dass alle, die auch die arbeiten, auch wirklich von Lohnerhöhungen mehr Geld in der Tasche haben können. Denn bisher ist es ja so, dass bei einer Erhöhung des Lohns die Minijobberinnen und Minijobber ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um nicht über die Grenze zu kommen. Das ist ungerecht, und hier schaffen wir mehr Gerechtigkeit. Und so werden wir
die Minijobgrenze künftig berechnen an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden, bei einer durchschnittlichen Wochenzeit pro Monat von 4 1/3, macht das bei der Erhöhung des Mindestlohns im ersten Schritt 520 Euro. Und künftig wird es eben mit jeder Mindestlohnerhöhung ansteigen. Und das ist ganz besonders wichtig für die 850.000 Minijobberinnen und Minijobber, die in einem Mindestlohnarbeitsverhältnis arbeiten. Und ich weiß, Herr Bundesminister, ich weiß, liebe Koalitionspartner, das war nicht Ihr allererster Wunsch. Aber das ist die Stärke eben dieser Koalition, dass wir eben Fortschritt ermöglichen, indem wir Kompromisse schließen. Und da bin ich dankbar, dass das möglich war, weil das war uns wichtig. Und dafür haben wir gemeinsam am Ende gekämpft. Minijobs, gerade viele Minijobberinnen und Minijobber, wurden von der Pandemie ganz besonders hart getroffen, weil gerade ihre Arbeitsverhältnisse von Einschränkungen betroffen waren, gerade in der Gastronomie beispielsweise. Und auch für Sie ist es jetzt zumindest mal eine kleine Möglichkeit, verlorenes Einkommen nachträglich wieder gut zu machen. Darüber freuen wir uns, und das ist auch ein gutes Zeichen. Aber letzten Endes, wir profitieren alle von den Minijobberinnen und Minijobbern. Die morgendliche Zeitung, das Sonntagsbrötchen beim Bäcker, der Besuch im Biergarten, all das wäre ohne Minijobs kaum möglich. Wir alle profitieren von den Minijobs, weil in vielen Fällen die Angebote nur deshalb gemacht werden können, weil es die Motivation von Menschen gibt, in einem Minijob, speziell in einem Minijob zu arbeiten. Ohne sie wäre vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich. Und deshalb ist es auch eine wichtige Lösung, die wir hier anstreben. Es sind 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland, die einen oder mindestens einen Minijobber beschäftigen. Das sind Schüler, die beispielsweise über das Austragen von Zeitungen ihr Taschengeld aufbessern. Das sind Studierende, die in der Arbeit bei einer Bäckerei beispielsweise oder natürlich vor allen Dingen in der Gastronomie uns unsere Freizeit ermöglichen und sich damit für das Studium etwas dazu verdienen. Oder denken Sie an die vielen Rentnerinnen und Rentner, die nicht mit einem Schlag aus dem Erwerbsleben aussteigen wollen. Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat ergeben, dass 90% derjenigen, die im Alter nach Renteneintritt noch arbeiten, dies tun, weil sie Freude an der Arbeit haben, weil sie schrittweise aussteigen wollen, weil sie Kollegen haben wollen und weil sie noch einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen wollen, zumindest in Teilzeit. Und auch für sie ist es jetzt möglich, von Lohnerhöhungen zu profitieren. Ja, und es gibt sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gerade auch im Handwerk, die einen Minijob ganz bewusst auch als eine Freizeitbeschäftigung ausüben, die motiviert sind, das zu tun, weil es da Euros gibt, netto für brutto. Und das ist die wahrscheinliche Motivation, weswegen wir es ermöglichen können, dass die dringend benötigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handwerk auch gefunden werden können. Auch für die ist diese Lohnerhöhung in Zukunft eine tolle Sache. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Schritt war längst überfällig. Jetzt ist er gekommen mit dieser Koalition. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, und freue mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank, Herr Kollege Kober. Nächste Rednerin ist die Kollegin Susanne Ferschel, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, was Die Linke seit Jahren fordert, wird jetzt Realität. Der Mindestlohn wird auf 12 Euro erhöht. Das ist eine sehr gute Nachricht für Millionen von Beschäftigten. Und das begrüßen und unterstützen wir natürlich ausdrücklich. Ja, wir haben natürlich auch Kritik, zum Beispiel, dass jungen Menschen ohne Berufsausbildung oder Langzeitarbeitslosen oder Menschen mit Behinderung in Werkstätten auch weiterhin der Mindestlohn vorenthalten wird. Aber die dickste Kröte in Ihrem Gesetzesentwurf, und da haben Sie gar nichts dazu gesagt, Herr Minister, die dickste Kröte ist: Die 12 Euro gibt es nur bei gleichzeitiger Ausweitung von Minijobs, also von Jobs, von denen man nicht leben kann. Und das ist ein ganz, ganz schmutziger Deal, den Sie da in der Bundesregierung gemacht haben, meine Damen und Herren. Und nicht
nicht nur wir lehnen das ab, wie die Online-Petition von Verdi zeigt und die Positionierungen der Gewerkschaften innerhalb des DGBs. Und selbstverständlich wird es auch auf dem 1. Mai ein Thema sein. Und insbesondere Grüne und SPD wissen doch ganz genau, dass Minijobs ein Paradebeispiel für prekäre Beschäftigung ist. Nicht umsonst waren Sie, Grüne und SPD, vor der Bundestagswahl noch für eine massive Eindämmung. Und gute Gründe dafür gibt es genug. Minijobs sind nicht sozial abgesichert, sie haben weder Anspruch auf Kurzarbeiter, Arbeitslosen oder Krankengeld, sie erwerben kaum Rentenansprüche und insbesondere betroffen davon sind Frauen. Und das IFO-Institut hat erst letzte Woche bestätigt, dass sich durch ihr Gesetz die Teilzeitfalle für Frauen verschärfen wird. Sie verursachen also auch noch ein gleichstellungspolitisches Desaster. Das ist völlig inakzeptabel. Und Minijobbende sind fast immer Beschäftigte zweiter Klasse. Tarifliche Bezahlung, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub und so weiter, meistens Fehlanzeige. Und die Aufzählung könnte ich als langjährige Betriebsrätin noch eine ganze Weile weiterführen. Aber was dem Ganzen wirklich die Krone aufsetzt, ist, dass Sie durch diese Regelung die Erhöhung des Mindestlohns konterkarieren. Denn Minijobs ohne, stimmt schon, Minijobs ohne tagesaktueller und ohne manipulationssicherer Arbeitsaufzeichnung ist das Haupteinfallstor für Mindestlohnbetrug. Und aktuell werden schon 2,5 Millionen Beschäftigte um ihren Lohn betrogen. Das ist doch Wahnsinn. Und Sie ziehen eben bei den Kontrollen zum Mindestlohn auch nicht alle Register. Auch hier sehen wir großen Nachholbedarf. Die Regelung zur Arbeitszeitaufzeichnung beispielsweise, die stand im Referentenentwurf noch drin und wurde ganz offensichtlich auf Wunsch der FDP gestrichen. Man könnte fast meinen, dass dieser Lohnraub an den Beschäftigten nicht nur billigend, sondern vorsätzlich in Kauf genommen wird. Und das ist Teil des schmutzigen Deals und das ist schäbig, meine Damen und Herren. Und schädigt, das sei an der Stelle auch erwähnt, ist auch das Verhalten der Arbeitgeber, die die ganze Zeit den Fachkräftemangel bejammern und jetzt juristisch gegen die Mindestlohnerhöhung vorgehen wollen. Sie als Bundesregierung könnten dem eine Abhilfe schaffen. Weiten Sie prekäre Beschäftigung nicht aus, sondern dämmen Sie sie ein. Das hilft nämlich gegen den Fachkräftemangel. Schützen Sie Beschäftigte und die sozialen Sicherungssysteme. Jede Stunde Arbeit muss sozialversicherungspflichtig sein. Und das will laut einer Umfrage des DGB auch die Mehrheit der Befragten. Noch haben Sie die Chance, diese Kröte aus diesem Gesetzentwurf wieder rauszustreichen. Sie haben uns bei der Erhöhung des Mindestlohns voll und ganz an Ihrer Seite. Aber die Ausweitung von Minijobs lehnen wir strikt ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ferschel. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Rützel, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, trotz aller Herausforderungen durch Putins Krieg in der Ukraine ist es wichtig, dass wir unsere Aufgaben, die wir uns vor dem 24. Februar vorgenommen haben, weiterhin beackern. Äußere Sicherheit, innere Sicherheit ist genauso wichtig wie soziale Sicherheit. Und deswegen erhöhen wir den Mindestlohn zum 1. Oktober auf 12 Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. 6,2 Millionen Menschen profitieren davon und wir begegnen ihnen täglich. Wir kennen sie. Es ist die Verkäuferin in der Bäckerei. Es ist der Reiniger, der die Büros und die Bahnen und die Busse sauber macht. Hubertus Heil, unser Minister, hat ganz viele Beispiele genannt. Die Friseurin, die uns die Pakete liefern und so weiter. All das sind die Menschen, denen wir Respekt zollen müssen, denen wir dankbar sein müssen, dass unser Leben, so wie wir es kennen, läuft. Die früh aufstehen, die abends noch tätig sind, in der Nachtschicht sind, die hart arbeiten. Und wer Vollzeit arbeitet, muss von seinem Lohn leben können. Das ist ein wichtiger Vorsatz, nicht nur vom amerikanischen Präsidenten, sondern auch noch von Päpsten. Der Mindestlohn ist aber kein Normallohn. Er ist eine Lohnuntergrenze. Alles, was darunter ist, ist sittenwidrig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Kollege Stefan Stracke, der hört mich nicht, Stefan Stracke. Meine erste Rede im Deutschen Bundestag hatte ich zum Mindestlohn gehalten. Und seitdem haben wir uns viel auseinandergesetzt und beschäftigt. Ich kann mich an vieles erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern,
dass 2014 noch die CSU in ganz Bayern plakatiert hat gegen den Mindestlohn. Es hat nichts genutzt. Ich bin sehr froh, dass heute das ganze Haus glücklich ist über die Erfolgsgeschichte des Mindestlohnes und auch nicht mehr über die Höhe des Mindestlohnes diskutiert. Und ja, wenn es 400 Euro mehr gibt am Ende, Cash in the Tash, dann muss man natürlich auch mehr Steuern bezahlen. Und dann kommen auch 700 Millionen Euro mehr in die Sozialkassen hinein, die wieder unser System stützen. Und deswegen ist der Mindestlohn insgesamt absolut notwendig und ein Erfolgsmodell. Aber der Mindestlohn ist ein Mindeststandard. Er ist kein Goldstandard. Der Goldstandard sind Tarifverträge. Und der Goldstandard ist sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das ist das, was man anstreben soll. Auch mit dem neuen Mindestlohn lassen sich keine großen Sprünge machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es geht um Respekt. Und es geht auch hauptsächlich darum, dass viele Frauen in diesen Berufen beschäftigt sind. Es ist nämlich eine Frage der Gleichberechtigung, dass man die Erhöhung des Mindestlohns auch gerade bei Frauen durchsetzt, die in Dienstleistungsberufen sind. Das ist dringend notwendig. Und noch ein Satz auch, die Volkswirtschaft wird produktiver. Die Kaufkraft steigt durch den Mindestlohn, weil die Leute, die jetzt die 12 Euro bekommen, die nicht auf die Cayman Islands bringen, sondern im nächsten Geschäft ausgeben. Und deswegen ist es wichtig. Ja, mit einem höheren Mindestlohn von dann 12 Euro profitieren auch Tariflöhne, weil es Tariflöhne gibt, die kurz darüber oder sogar auch noch unter den 12 Euro liegen. Und die kriegen auch noch einmal einen Push. Und lieber Frank Pseske, wir haben uns diese Woche unterhalten, es sind sehr viele Menschen, die auch noch einmal dann von höheren Tariflöhnen profitieren. Und das ist doch ein ganz positives Zeichen. Über Tariflöhne spricht Jasmin Fahimi nachher, über Minijobs, die Annika Klose. Und liebe Jasmin Fahimi, wir müssen dich gehen lassen. Du hältst vielleicht heute deine letzte Rede hier. Und wenn die Delegierten des DGB-Kongresses dich wählen, dann freuen wir uns, dass du unsere nächste DGB-Chefin bist. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Botschaften am 1. Mai überall hinaustragen. Einen schönen 1. Mai, Herr Präsident. Danke sehr, Herr Kollege Rützel. Ich habe das richtig verstanden, dass Sie die Kollegin Fahimi lieber hier behalten würden. Ja. Gut, darüber lässt sich reden, Herr Kollege Rützel. Nächster Redner ist der Kollege Wilfried Oellers, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie hoch soll der gesetzliche Mindestlohn sein? Wer soll ihn bestimmen? Und wie viel soll man im Rahmen eines Minijobs auch nebenher verdienen können? Auf diese und weitere Fragen geht das durch die Bundesregierung eingebrachte Gesetz zur Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ein. Auch wenn der Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema dieser Tage ist, so sind auch diese Fragen wichtige Fragen der aktuellen Politik. In der derzeitigen Situation, die von Preissteigerungen geprägt ist, ist ein Lohn von mindestens 12 Euro nicht in Frage zu stellen. Schließlich geht man arbeiten, um auch davon das Leben zu bezahlen und im Alter eine auskömmliche Rente zu haben. So einverstanden wir mit den 12 Euro sind, so umfangreicher muss man allerdings die Frage diskutieren, wer eigentlich den Mindestlohn bestimmen soll. Bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns war sich die damalige Große Koalition einig darüber, dass es ein einmaliger Eingriff in die ureigenste Aufgabe der Tarifpartner sein sollte, die Lohnfindung zu gestalten. Selbst Andrea Nahles hat dies auch damals ganz deutlich als Arbeitsministerin gesagt.
Die Große Koalition war sich auch einig darüber, dass ab Inkrafttreten des gesetzlichen Mindestlohns die Weiterentwicklung letztlich in die Mindestlohnkommission und damit in die Hände der Tarifpartner gelegt werden soll, weil nämlich gerade die Tarifpartnerschaft auch in allen Reden hochgehalten wird und in der Mindestlohnkommission im Ergebnis auch praktiziert und gelebt wird. Daher sollte die Weiterentwicklung des Mindestlohns auch dort verortet sein und nicht hier im Parlament. Die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns muss allerdings auch entsprechend kontrolliert werden und noch kontrollierbar sein. Und damit komme ich zum Thema der Dokumentation. Es ist erforderlich, dass dokumentiert wird, damit kontrolliert werden kann. Allerdings jetzt den Schwellenwert anzuheben von etwa 2.900 Euro auf über 4.100 Euro scheint doch sehr überzogen zu sein. Zumal, wenn man die Berechnungen in der Begründung des Gesetzgebungstextes liest, dass man von 348 Arbeitsstunden monatlich ausgeht bei 29 Arbeitstagen, so scheint dies doch an der Realität vorbeizugehen. Es wäre richtiger, hier nicht auf bestimmte Gesamtlöhne zu setzen, sondern eher auf den eigentlichen Stundenlohn. Und hier sehen wir Nachbesserungsbedarf. Aber man muss auch die Frage stellen, welche Wege es sonst noch gibt, damit die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Weil das ist ja schließlich auch die Frage, die ja mit der Erhöhung des Mindestlohns beantwortet werden soll. Und mehr Geld in der Tasche, das ist auf der einen Seite natürlich eine Möglichkeit zu sagen, wir greifen hier in die Aufgabe der Mindestlohnkommission ein. Auf der anderen Seite kann der Staat aber auch seinen Beitrag dazu leisten, indem er Abgaben und Steuern entsprechend senkt. Wir haben es in der letzten Legislaturperiode so gemacht, dass mit der Abschaffung des Solis für viele Menschen mehr Geld in der Tasche da war. Und das Stichwort Karte Progression hat mein Kollege Stracke eben schon angesprochen. Finanzielle Mittel gibt es dazu, weil durch die Erhöhung des Mindestlohns auch mehr Steuereinnahmen generiert werden und auch soziale Minderausgaben in den Sozialkassen auch entsprechend zu verzeichnen sind. Daher wird das Geld schon da sein. Gestatten Sie mir eine letzte Anmerkung zu den Inklusionsunternehmen, weil wir sollten auch hier sehen, dass die Erhöhung des Mindestlohns weitere Auswirkungen hat. Inklusionsunternehmen bekommen einen Nachteilsausgleich. Die Bescheide sind schon geschrieben, gehen über den 1.10.2022 hinaus. Und deswegen muss auch hier im parlamentarischen Verfahren in meinen Augen eine Lösung gefunden werden. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank, Herr Kollege Oellers. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Beate Müller-Gimmecke, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste auf den Tribünen. 12 Jahre lang war ich in der Opposition und jetzt können wir endlich politisch gestalten. Das ist aber gar nicht so einfach, denn in so einer Ampel haben wir natürlich bei manchen Themen, nicht immer, aber bei manchen Themen unterschiedliche Einschätzungen und unterschiedliche Ziele. Und dann wundert es auch nicht, dass wir das Gesetz heute auch unterschiedlich bewerten. Wenn es um die Veränderungen bei den Minijobs geht, dann sind wir Grüne nur an einer Stelle wirklich zufrieden. Einen höheren Mindestlohn hingegen fordern wir schon lange, denn jegliche Arbeit hat ihren Wert und muss deshalb fair entlohnt werden. 12 Euro Mindestlohn, das bringt über 6 Millionen Beschäftigten ganz konkrete Verbesserungen. 3,5 Millionen Frauen werden mehr im Geldbeutel haben. Das sind immerhin 20% der weiblichen Beschäftigten. Im Bereich Gastronomie und Hotels werden 2/3 der Beschäftigten von einem höheren Mindestlohn profitieren. Und profitieren werden auch all diejenigen, die in den Krankenhäusern das Essen ausgeben oder die Zimmer reinigen. Das ist Arbeit, die wir in Zeiten von Corona als systemrelevant bezeichnen, die aber scheinbar nichts kosten darf. Diese Zahlen machen deutlich, wie hoch der Niedriglohnsektor in Deutschland ist. Es wäre falsch, das weiterhin zu ignorieren. Wir müssen hier politisch eingreifen und den Mindestlohn endlich auf 12 Euro erhöhen. Damit wir
Mindestlohn erhöhen können, mussten wir aber bei den Koalitionsverhandlungen eine bittere Pille schlucken. Und das war die Erhöhung der Minijob-Verdienstgrenze auf 520 Euro. Und Kollegin Ferschel, das ist eben die harte Regierungsarbeit. Diese Regelung, und da bin ich ganz offen und ehrlich, tut richtig, richtig weh, denn wir vertreten natürlich noch immer die Auffassung, dass die Minijobs enorme Nachteile haben und dass deshalb auch kleine Jobs unbedingt sozialversicherungspflichtig sein müssten. Davon würden die Sozialversicherungen profitieren und vor allem auch die Beschäftigten und hier insbesondere die Frauen. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass Minijobs für Frauen keine Teilzeitpfade sein dürfen. Minijobs dürfen auch nicht als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht werden. Und beides haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Und dort steht auch, dass wir die Hürden abbauen wollen, die einen Wechsel in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erschweren. Und genau das tun wir auch. Wir erleichtern den Übergang vom Minijob in Midijob. Und diese Regelung ist wirklich richtig gut. Diese Verbesserung ist wichtig, denn viele Frauen wollen aus dem Minijob raus und länger arbeiten. Wer heute aber den Minijob-Bereich verlässt und nur wenig mehr verdient, muss sofort 52 Euro in die Sozialversicherung zahlen. Die Frauen verdienen also teilweise erst einmal weniger, obwohl sie mehr arbeiten. Und genau diese Stelle haben wir geglättet. Künftig fallen beim Wechsel in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erst einmal gar keine Sozialabgaben an. 52 Euro dann erst bei einem Verdienst von 700 Euro. Die Belastung steigt dann ganz langsam an bis zu einem Verdienst von 1.600 Euro. Damit schaffen wir also diese Hürde beim Übergang in reguläre Beschäftigung ab. Das ist gut und das ist wichtig und das war uns ein besonderes Anliegen. Ja, und wenn wir dann noch ein anderes Vorhaben der Ampel umsetzen und endlich die leidige Steuerklasse 5 abschaffen, wenn Frauen dann eben nicht mehr ständig das Gefühl haben, dass sie zwar arbeiten, aber dass es sich eigentlich gar nicht lohnt zu arbeiten, weil fast nichts übrig bleibt, dann wird der Wechsel in sozialversicherungspflichtige Arbeit noch attraktiver. Mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, ja, das ist unser Ziel. Ob uns das mit diesem Gesetz gelingt, ob Minijobs nicht mehr zur Teilzeitfalle wird, all das werden wir am Ende mit einer Studie auch noch überprüfen. Ich hoffe auf ein positives Ergebnis. Und wenn das Ergebnis nicht gut ist, dann müssen wir nachsteuern. Aber unabhängig davon, das Gesetz heute ist wichtig, denn 12 Euro Mindestlohn, das ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gümmicke. Nächster Redner ist der Kollege Karl Julius Kronenberg, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es dürfte das Hohe Haus nur bedingt überraschen, wenn ich feststelle, dass die Idee, den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben, nicht dem Wahlprogramm der Freien Demokraten entsprungen ist. Aber offensichtlich haben unsere Partner von der Sozialdemokratie bei den Koalitionsverhandlungen so bestechende Argumente vorgetragen, dass wir schon jetzt einen Gesetzentwurf einbringen können. Noch schneller als wir war die Kritik der Union. Die kam schon im Januar. Der geschätzte Kollege Knörek hat dabei in seiner Argumentation ausgiebig auf einen FDP-Antrag aus dem letzten Jahr gestützt, was die Bedeutung der Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission betont. Also wenn die Anpassung des Mindestlohns als erstes dazu führt, dass die Union ihren ordnungspolitischen Kompass an den Anträgen der FDP ausrichtet, ja, dann ist das erst einmal eine gute Nachricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dennoch, werte Kollegen von der Union, empfehle ich einen Blick ins Gesetz. Paragraph 1 Absatz 2 besagt, dass die Anpassung des Mindestlohns durch Rechtsverordnung der Bundesregierung auf Vorschlag
der Mindestlohnkommission erfolgt. Würde die Regierung bei der 12-Euro-Erhöhung die Mindestlohnkommission einspannen, wie von Ihnen im Januar gefordert, würde sie diese quasi nötigen 12 Euro zu empfehlen, dann hätten wir genau die Einschränkung ihrer Unabhängigkeit, die wir vermeiden wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb hat die Koalition bewusst einen anderen Weg gewählt und die Kommission einmalig aus dem Spiel genommen, um ihre Unabhängigkeit zu schützen. Wir alle wissen, dass viele Betriebe, oft kleine, vielleicht die, die unter Corona gelitten haben, hohen Personalkostenanteil haben, durch die 15%-Erhöhung belastet werden. Die Koalition weiß das und nimmt die Sorgen sehr ernst. Aus diesem Grund entlasten wir kleine und mittlere Unternehmen an anderer Stelle. Vorgezogene Streichung der EEG-Umlage hilft, genau wie Bürokratieentlastungen, die kommen werden, und die Sicherung der Minijobs. Es ist darauf eingegangen worden. Und Kollege Stracke, wir haben auch den Grundfreibetrag, den steuerlichen Grundfreibetrag, kräftig angehoben, um eben die Folgen für die, die jetzt mehr verdienen, zu relativieren. Die Annehmung des gesetzlichen Mindestlohns mag man richtig oder falsch finden, aber eins ist klar. Niemand kann sich wünschen, dass Menschen, die fleißig arbeiten, am Monatsende nur mit Mindestlohn nach Hause gehen. Nun wird rein statistisch gesehen die kräftige Erhöhung des Mindestlohns voraussichtlich erst einmal dazu führen, dass der Anteil an Mindestlohnempfängern an allen Beschäftigten vorübergehend steigt. Lassen Sie es mich klar sagen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, mit kluger Politik dafür zu sorgen, dass diese Quote wieder sinkt, dass so viele Menschen wie möglich die Chance bekommen, am Arbeitsmarkt bessere Jobs zu finden als Mindestlohnjobs. Deshalb schaffen wir Investitionsanreize für Unternehmen in der Transformation. Deshalb Investitionen schaffen neue, meistens gut bezahlte Jobs, so wie Tesla in Grünheide, Northvolt in Schleswig-Holstein oder Intel in Magdeburg. Und deshalb fördern wir Beschäftigte, die sich weiterbilden wollen. Qualifizierung sichert nicht nur Jobs, sondern schafft eben auch Aufstiegsmöglichkeiten. Ein Wort zum Antrag der Linken. Wer Ausnahmen vom Mindestlohn für Auszubildende abschafft, der riskiert Ausbildungsplätze. Wer Ausnahmen für Langzeitarbeitslosigkeit abschafft, der erschwert ihnen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt, statt zu helfen. Beides finde ich nicht sozial. Da machen wir nicht mit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Freuen wir uns mit den Menschen, die in Zukunft nach der Verabschiedung des Gesetzes mehr Geld verdienen werden. Bis dahin freue ich mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank, Kollege Kronenberg. Nächster Redner aus der CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Axel Knörig. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie kennen alle aus Ihren Wahlkreisen diese Berichte von hart arbeitenden Mitbürgern, denen am Monatsende zu wenig übrig bleibt. Letzte Woche sprach ich mit einer Verkäuferin in meinem Wahlkreis. Sie berichtete mir, dass sie kaum mit ihrem Geld auskommt, obwohl sie 40 Stunden in der Woche arbeitet. Am Ende stehen ihr knapp 1.300 Euro auf dem Konto. Damit kam sie bislang einigermaßen über die Runden, aber jetzt machen ihr die steigenden Preise schwer zu schaffen. Diese Situation trifft viele Menschen in unserem Land. Sie machen sich große Sorgen, wie sie im Alltag zurechtkommen sollen. Das wurde mir in vielen Gesprächen mit Unternehmern, Betriebsräten und Beschäftigten in den letzten Wochen auch noch einmal bestätigt. Herr Bundesminister Heil, Sie schaffen keine langfristigen Lösungen dafür, dass den Menschen mehr im Geldbeutel bleibt. Stattdessen leiten Sie einen politischen Überbietungswettbewerb ein, heute 12, morgen 13. Wie ist Ihr Plan? Sie schwächen die Sozialpartnerschaft. Sie hebeln die Mindestlohnkommission aus. Sie haben aber kein Konzept dafür, wie die Arbeit der Kommission verbessert werden kann. Es muss zu einer schnelleren Umsetzung der Tarifentwicklung kommen. Hier müssen Sie nachbessern. Machen Sie uns mal konstruktive, hilfreiche Vorschläge. Die Einführung des Mindestlohns von 12 Euro ist aus unserer Sicht ein richtiges Ziel. Jeder, der hart arbeitet, muss von seinem Lohn auch leben können und nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen sein.
Und ich ergänze hier, jeder, der von dieser Erhöhung profitiert, hat sie auch verdient. Doch wie viel bleibt davon übrig, wenn die Inflation weiter steigt? Unser Fraktionsvorsitzender fordert völlig zu Recht, dass Steuerentlastungen kommen müssen. Aber diese müssen natürlich auch richtig gemacht werden. Ihr Entlastungspaket wirkt nicht zielgerecht. Ob Millionär oder Azubi, jeder bekommt das Gleiche. Für die SPD ist die Umverteilung ein hohes Gut. Wo bleibt denn hier eigentlich die soziale Gerechtigkeit? Um denjenigen zu helfen, die jetzt am meisten Hilfen brauchen, müssen wir das Gegenteil von dem tun, was die Regierung macht. Herr Kollege, nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern gezielt unterstützen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Nein. Und ich frage die FDP. Haben Sie Ihre Ideale, jetzt muss ich mich korrigieren, schon aufgegeben? Nein, Sie haben Ihren Kompass fallen lassen. Meine Damen und Herren, es ist richtig. Bundeskanzler Scholz hat den Mindestlohn als Wahlkampfschlager genutzt. Der Slogan Respekt für dich, meine ich, der Weg eher zynisch. Fragen Sie einmal die Rentner, die Sie bei der Entlastung der Energiekosten ganz bewusst außen vor gelassen haben. Ich fasse zusammen. 12 Euro sind das richtige Ziel, aber zur Wahrheit gehört auch, die Mindestlohnkommission muss strukturell verbessert werden und jeder einzelne durchflankierende Maßnahme mehr Netto vom Brutto im Geldbeutel haben. Und dann hat auch die Verkäuferin in meinem Wahlkreis mehr als 1.300 Euro auf dem Konto und kann dann ihren Lebensunterhalt auch besser bestreiten. Das ist der richtige Ansatz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor ich der charmanten Kollegin Annika Klose das Wort erteile, hat die SPD-Fraktion um eine Kurzintervention gebeten, die ich zulasse. Es ist keine persönliche Erklärung, sondern eine Kurzintervention. Herr Präsident, ich möchte noch mal klarstellen, Sie haben jetzt gerade von den Verkäuferinnen und Verkäufern geredet, die mehr Lohn bekommen müssen und auch sollen. Ich selber bin Verkäufer. Ich habe mit 5,11 Euro mal angefangen, 1999. Und meine Kolleginnen und Kollegen, die verdienen jetzt, wenn wir den Mindestlohn beschließen, aktuell weniger. Und für die ist es wichtig. Und Sie tun so, als wenn wir hier als Regierung einen Entwurf machen für ein Gesetz, wo die Mindestlohnkommission in Zukunft gar nicht mehr weiß, wie sie weiterarbeiten soll. Ganz im Gegenteil ist der Fall. Der Fall ist, dass ab 30. Juni 2023 wieder getagt wird und der Mindestlohn erhöht wird um einen Schritt. Und der nächste Schritt wird in der Legislatur, und zwar passieren, am 30. Juni 2025. Da wird er nochmal erhöht. Und das sind auch Fakten, und da sollten Sie im Gesetz genau nachlesen, denn das steht genau drin. Herr Kollege Knörich, Sie haben die Gelegenheit zur Erwiderung. Herr Kollege, Sie wissen doch selbst auch, und das war eine Kritik, die wir fortlaufend in den vergangenen Jahren auch formuliert haben, die Nachzeichnung der Tarifverträge und deren Ergebnisse. Sie wissen selbst, dass das bis zu 2 Jahre andauert und dass selbst wenn die Mindestlohnkommission nach 2 Jahren über die Nachzeichnung befunden hat, dann auch noch mal wieder 6 Monate ins Land gegangen sind und dass bis zu 2,5 Jahre im Grunde genommen das Ganze angedauert hat. Das ist ein viel zu langer Zeitraum. Von daher sagen wir bei aller Kritik auch, nochmal, nicht an den 12 Euro, müssen wir doch auch inhaltlich strukturell verändern. Und das eingebunden in eine vernünftige Steuerentlastung, dann bleibt auch von den 12 Euro mehr übrig. So, vielen Dank. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Annika Klose, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe ZuschauerInnen. Ich würde mal vermuten, dass die meisten Frauen in diesem Land folgende Sätze schon mal gehört haben und sehr gut kennen. Mach dich nicht abhängig oder pass bloß auf, dass du auf eigenen Beinen stehen kannst. Zumindest bei mir waren das Sätze, die meine Mutter und Großmutter immer wieder zu mir gesagt haben. Als Teenager war ich davon natürlich genervt, aber heute ist mir die bittere Realität hinter diesen Sätzen sehr bewusst. Nach wie vor bestehen 18% Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Das bedeutet, dass Frauen oft von ihrer Arbeit nicht leben können. Teilzeit und prekäre Beschäftigung betreffen ebenfalls vor allem Frauen. Und entsprechend sind es auch vor allem Frauen, die von Altersarmut betroffen sind.
Unser ökonomisches System und vor allem unser Lohngefüge drängt Frauen daher nach wie vor in die ökonomische Abhängigkeit von ihren PartnerInnen. Das damit verbundene Machtgefälle und Missbrauchspotenzial muss ich an dieser Stelle wohl kaum weiter ausführen. Liebe Kollegin, der Weg zu einer echten Gleichstellung von Frauen kann nicht länger sein, jungen Frauen zur Vorsicht zu mahnen, sondern es muss daran liegen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit Frauen endlich auch ökonomisch auf ihren eigenen Beinen stehen können. Die Maßnahmen in diesem Gesetz sind dafür ein sehr wichtiger Schritt. Der Mindestlohn von 12 Euro kommt vor allem Frauen zugute, da ihre Löhne und Gehälter im Schnitt niedriger sind. Der Mindestlohn von 12 Euro bringt uns ein ganzes Stück näher zu einer Lohnuntergrenze, die eine Rente oberhalb der Grundsicherung ermöglicht und somit Altersarmut vorbeugt. Von diesem Mindestlohn von 12 Euro profitieren 20% aller erwerbstätigen Frauen in Deutschland. Eine traurig hohe Zahl, aber die uns noch mal sehr eindrücklich zeigt, wie wichtig dieser Schritt ist. Teil dieses Gesetzespakets ist aber auch die Ausweitung der Einkommensgrenze für Minijobs auf 520 Euro. Nun ist es kein Geheimnis, und das haben wir auch bereits gehört, dass wir Sozialdemokratinnen diese Ausweitung nicht unbedingt gebraucht hätten. Unter zwei Prämissen, die im Koalitionsvertrag festgehalten wurden, gehen wir diesen Schritt jedoch mit. Erstens dürfen Minijobs keine reguläre Beschäftigung ersetzen. Zweitens dürfen Minijobs nicht länger zur Teilzeitfalle für Frauen werden. Für uns als Ampelkoalition ist klar, dass vor allem sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gestärkt werden muss. Mit dieser Gesetzesreform bauen wir daher eine Brücke von Minijobs in die Sozialversicherungspflicht. Wir schaffen die harte Abbruchkante bei der Überschreitung der Minijobgrenze ab. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Die Redezeit wird angehalten und Sie haben bei der Beantwortung auch noch zusätzliche Redezeit. Ja, gerne. Vielen Dank, liebe Kolleginnen, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte nur kurz noch mal nachhaken, weil Sie gesagt haben, eine Prämisse ist, dass letztendlich keine regulären Jobs ersetzt werden. Und ich wollte Sie fragen, was Sie zu der IFO-Studie sagen, die letzte Woche veröffentlicht worden ist. Und ich zitiere den IFO-Forscher Maximilian Böhmer: Als Folge der Reform dürften vor allem Männer ihre Arbeitszeit erhöhen, während viele Frauen ihre Arbeitszeit verringern und noch häufiger Teilzeit arbeiten werden. Die Teilzeitfalle, von der vor allem Frauen als Zweitverdienerinnen betroffen sind, drohe es sich deutlich zu verschärfen. Was sagen Sie denn zu dieser Aussage dann mit Ihrer Prämisse? Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, für diese Frage. Ich denke, dass eben auch Frauen durch die neue Regelung, die wir im Übergangsbereich schaffen, ehemals als Midi-Jobs bekannt, eben doch den Weg finden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das ist ja jetzt vorgesehen. In diesem Gesetzesentwurf ist vorgesehen, dass eben diese harte Abbruchkante, die ja bisher bestand, also wenn man über die 450 Euro dann zukünftig 520 hinaus verdient hat, dass man dann in die volle Sozialversicherungspflicht fiel und man über 100 Euro mehr verdienen musste, um überhaupt am Ende mehr Netto vom Brutto zu haben, dass wir das abschaffen und deswegen die Sozialversicherungsbeiträge erst geschmeidig ansteigen, während der Arbeitgeberanteil absinkt. Und genau das führt doch dazu, dass wir eine Brücke bauen, nämlich von den Minijobs in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und deswegen glaube ich, dass dieses Instrument, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat, was wir gerne unterstützen, der richtige Weg ist, um eben den Weg aus dem Minijob herauszufinden. Das sage ich dazu. Vielen Dank. So. Und das ist auch genau richtig so, dass es diese Brücke gibt. Denn es ist auch unser Ziel, dass insbesondere Frauen eben mehr als 10 Stunden die Woche arbeiten und damit eben auch eine eigenständige ökonomische Absicherung erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine echte ökonomische Gleichstellung von Frauen ist noch viel zu tun. Insbesondere ist eine zügige Abschaffung der Steuerklasse 5 zu wünschen. Trotzdem kann ich voller Überzeugung sagen, der Tag, an dem wir dieses Gesetzespaket beschließen, ist ein guter Tag für die Frauen in diesem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Max Straubinger, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren ja heute die Einbringung zur Erhöhung des Minijobs und Midijobs und gleichzeitig aber auch die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro.
Für die Union ist völlig klar, wir sind die Partei einmal der sozialen Stärke für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für den wirtschaftlichen Standort mit in Deutschland. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir auch ordentliche Löhne zahlen können. Wir sind für höhere Löhne, aber wenn es eine Lohnuntergrenze bedarf, so ist es mitgefordert. Und wir stimmen natürlich den 12 Euro zu. Der Kollege Stracke und die anderen Kollegen haben sich das bereits auch mitgetätigt. Und Herr Kollege Psirske, es ist mitentscheidend, dass auch die wirtschaftliche Grundlage dafür da ist. Stellen Sie sich vor, wir hätten 12 Euro Mindestlohn gefordert und umsetzen sollen vor 16 Jahren, also nach Rot-Grün, wo wir fast 6 Millionen Arbeitslose gehabt hätten. Da hätte dieser Mindestlohn garantiert wirtschaftlichen Schaden verursacht. Das muss man auch verdeutlichen. Es geht schon auch um das Umfeld, also wo das mitgemacht worden ist. Also wir stehen für die 12 Euro und wir stehen letztendlich also für gute Löhne für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber wir müssen schon im Gesetzgebungsverfahren vielleicht noch über den einen oder anderen Teil auch mitreden. Es ist ja schon dargelegt worden, die Mindestlohnkommission hat ja bereits Schritte ja unternommen. Der Mindestlohn ist zum 1. Januar gestiegen und er wird jetzt zum 1.7. auch wieder ansteigen auf 10,45 Euro. Alles dies ist mit der Bürokratie bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und in den Betrieben mit verbunden. Und jetzt soll er dann steigen zum 1.10. auf 12 Euro, ebenfalls wieder Bürokratie bei den Betrieben und darüber hinaus zum 1. Januar ja dann wieder, Herr Kollege. Also das bedeutet letztendlich Bürokratie. Ich bin dafür, die Bürokratie abzubauen und dementsprechend ist vielleicht wesentlich besser, darüber nachzudenken, wenn zum 1. Juli der Mindestlohn angepasst wird auf 10,45, machen wir doch die Anpassung sofort von 12 Euro zum 1.7. Ja, das ist ja völlig klar. Ist eine, oder soll der 1.10. als Hubertus Heilgedenktag eingehen in der Lohnpolitik? Also von daher also ist das mit eine Frage, die man sachlich auch diskutieren sollte. Also das gehört meines Erachtens mit dazu. Was euch rabenschwarz also an diesem Tag oder an diesem Gesetzentwurf ist, sind natürlich auch die vermehrten Aufzeichnungspflichten, die angedacht waren, zum Teil jetzt zurückgenommen worden sind. Aber dass wenn ich mir das am Mindestlohn orientiere und die monatliche Einkommensgrenze für die strikten Aufzeichnungen sozusagen vor Arbeitsbeginn schon anzumelden, ich arbeite jetzt. Also um das zu erreichen, bei 4.176 Euro zugrunde gelegt wird. Das ja bedeutet, wenn ich 12 Euro in der Stunde bekomme, dann 348 Monatsstunden bedeuten würde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD plötzlich also so die Arbeitszeit ausweiten will jetzt, oder mal. Also von daher, also das bedeutet umgekehrt, ein Lohn unterstellt wird mit 24 Euro in der Stunde. Also das heißt, solchen Arbeitnehmern, der 24 Euro in der Stunde verdient, den traut man nicht zu, über seine Arbeitszeit auch richtig dementsprechend Buch zu führen. Also das ist ein Misstrauen gegenüber den Arbeitnehmern und ist ein Misstrauen letztendlich gegen die Arbeitgeber. Da sollte man auch darüber nachdenken. Ein drittes ist die Teilzeitfalle. Ja. Ich danke ausdrücklich der Frau Kollegin Müller-Gemmicke, dass sie dies auch mit dargestellt hat. Aber Ihre FDP-Kollegen, die bleiben hier zu kurz. Denn die Teilzeitfalle, die besteht. Wir haben zwar die Angleichung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, löblich unterstützen wir es, gar keine Frage. Aber dann musst du bei 521 oder 522 Euro die gesamten 522 Euro dann voll versteuern. Und das ist die Schwelle, die dann bedeutet, dass niemand in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geht. Und da sollte die FDP nachdenken darüber und nicht ihre steuerpolitischen Ansprüche reduzieren auf die Erhöhung des Grundfreibetrages. Also das ist ja also traurig von der FDP, also das hier sozusagen also zu reduzieren, die steuerpolitischen. Entschuldigung. Was heißt Entschuldigung? So sind unsere bayerischen Freunde einfach, nicht? Also Regeln spielen keine Rolle. So, vielen Dank aber. Als letzte Rednerin in
Zu diesem Tagesordnungspunkt hat die Kollegin Jasmin Fahimi, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Monitoren. In 3 Tagen begehen wir den 1. Mai, den Tag der Arbeit. Ein Tag, an dem es darum geht, für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren und Erfolge zu feiern. Und deswegen ist es ein großartiges Zeichen, dass heute hier von diesem Deutschen Bundestag ausgeht. Endlich führen wir den Mindestlohn von 12 Euro in Deutschland ein. Versprochen, gehalten. Ich sage aber auch, eine Entscheidung, die überfällig ist, und die Umstände, warum wir es nicht schon haben tun können, die sind allseits bekannt. Sie sitzen heute in der Opposition. Und es ist auch ein Grund dafür, warum Sie heute in der Opposition sitzen. Denn die Menschen, die wissen ganz genau, dass der Mindestlohn von 12 Euro eine politische Notwehr ist, eine politische Notwehrreaktion auf schwindende Tarifbindung, weil zu viele Arbeitgeber einfach glauben, dass die Lohnfindung auf dem freien Markt stattzufinden hätte, also im Lohndumping-Wettbewerb. Und genau das wollen wir abstellen. Faire Löhne entstehen nur in Tarifverhandlungen, und wer sich denen entzieht, muss sich nicht wundern, wenn die Politik eingreift. Denn Tatsache ist vielmehr, so wie das hier schon viele dargestellt haben, dass über 6 Millionen Beschäftigte in Deutschland davon profitieren werden, insbesondere in Ostdeutschland, insbesondere Frauen. Das ist gut so. Und es ist zugleich traurig. Traurig, dass so viele Menschen heute immer noch einer Beschäftigung nachgehen müssen, die nicht ansatzweise existenzsichernd ist, mit allen Konsequenzen auch für die Armut im Alter. Das einzige Argument, das immer noch dagegen ins Feld geführt wird, ist die Behauptung, es widerspräche der Tarifautonomie. Deswegen noch mal zur Erklärung für alle. Die garantierte Tarifautonomie in unserem Land ist die Anerkennung autonomer Ausgestaltung der sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit. Die Intention des Gesetzgebers war und ist klar, nämlich das Recht der eigenständigen Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch Tarifverträge. Es ist nicht das Recht auf Verweigerung. Es ist der Auftrag zur Regelung. Wer sich auf die Tarifautonomie bezieht, um eben diesen Auftrag abzulehnen, entschuldigen Sie bitte, aber der vergeht sich an dem Grundverständnis, an der Grundarchitektur unserer sozialen Marktwirtschaft. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Einführung des Mindestlohns auch ein klares Zeichen an die Wirtschaft, schafft mehr Tarifbindung. Und die zweite gute Nachricht des Tages ist, genau das tut es auch. Wir haben das schon bei der Einführung 2015 erlebt, wo eben es einen Fahrstuhleffekt gegeben hat, auch für Lohngruppen kurz oberhalb des Mindestlohns. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin jetzt, Entschuldigung, da dies mit nennenswerter Wahrscheinlichkeit meine letzte Rede im Deutschen Bundestag sein könnte, lassen Sie mich noch ein paar kurze Anmerkungen machen. Ich hoffe, dass dieses Haus stets sich daran erinnert, dass eben die Sozialpartnerschaft quasi mit Verfassungsrang die Geschicke dieses Landes maßgeblich mitgestaltet hat. Eine der Lehren auf die Schwächen der Weimarer Republik war es, dass es ohne sozialen Frieden keinen äußeren Frieden gibt, keinen dauerhaften Wohlstand und keine innovative Wirtschaft. Es war Hans Böckler 1951, der in den Verhandlungen mit der damaligen Regierung von Konrad Adenauer das Montanmitbestimmungsgesetz durchgesetzt und damit die Grundlage dafür geschaffen hat, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land keine Bittsteller sind, weder gegenüber dem Staat noch gegenüber der Wirtschaft. Dass sie Mitbestimmungsrechte haben, sowohl in der Aufsicht der Unternehmen, bei der Arbeit im Betrieb und eben bezüglich ihrer Arbeitsbedingungen samt Löhne und Gehälter in Tarifverträgen. Diese Dinge sind untrennbar miteinander verbunden, und sie müssen auch von diesem Haus bitte immer wieder neu verteidigt und weiterentwickelt werden, wenn es gelingen soll, wenn Friede, Freiheit und Gerechtigkeit über alle Veränderungen und Krisen hinweg gelingen soll. Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt erste und letzte Momente, die einem vor Augen führen, was es heißt, Parlamentarierin zu sein, die einem auch manchmal die Knie weich werden lassen, egal wie geübt man ist. Das erste Mal in diesem Saal, in dem Otto Wels die Ehre der Weimarer Republik verteidigt hat, das war mein erster Moment.
Und heute das letzte Mal an diesem Pult, von wo ich mich bei Ihnen verabschiede in schweren Zeiten dieses Landes und Ihnen die Worte von Ernest Hemingway gerne in Erinnerung rufen möchte. Weisheit, Macht und Wissen haben ein Geheimnis. Es ist die Demut. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zusammenarbeit, fraktionsübergreifend, wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Tatkraft und Mut. Ich freue mich darauf, an anderer Stelle mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Glück auf. Kollegin Fahimi, die Botschaft aus dem Hause ist angekommen. Auch ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg und schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 1408 und 1503 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.